Saletti zusammen, ich bis wieder. Wieso das jetzt hier film? Ich will eigentlich euch noch zeigen, wo Dina schafft. Wieder. Und da ist hier rein. Da ist da so, weißt du, da ist da ein Altersheimmutter. Oder ein Pflegeheim. Ein Pflegeheim. Und da rein schafft sie. Brennt Krieg, Müll. Müll. Da hat es keine Kühe. Aber es heisst so. Luther Edwings. Und jetzt kommen wir dann zu unserer Greenery. Das ist dort, wo wir einmal Blümchen holen und Tomaten und so Zeug. Der macht jetzt den gerade zu, nehme ich an. Vermutlich Ende des Monats. He? Ich weiss halt nicht, ob man den Film schauen kann. Schüttelt vielleicht halt ein bisschen. Mein Arm hat eben keinen Steady-Shot. Da geht noch eine Rennvelofahrerin. Noch einen Arsch gefilmt. Da vorne türmt sich auch schon wieder das Wetter. Aber wie gesagt, die Höhen dort oben sind auch etwa 1700 Meter hoch. Ja, mehr. Und da wäre eben die Greenery da. Die Grünerei. Da steht der Greenery, wenn man es hätte können lesen. Und jetzt filme ich halt noch, weil da vorne geht es so unten rauf. Und dann sieht man dann so über Kelowna und See. Bis dort hin würde ich eigentlich noch filmen. Ob es euch passt oder nicht. Überall sind sie am Velofahren. He? Auf unseren schönen Veloweg hier. Sieht man mit Velostreifen ausnahmsweise. Da war schon mal eine Champignon-Fabrik hier. Arschloch. Jetzt hat er sicher ausgerufen, dass ein anderer von den Schnörren ist. Ist halt ein bisschen trüb heute. Aber sonst hat man den für dort oben dort, zwar haben wir den gerade durch, hat man einen guten Ausblick. Ja, Mutter hat halt noch einen Riss in der Scheibe. Besser wenn Riss im Hirn. Da ist der Ausblick. Ist jetzt eben so Kelowna-Anteil. Ja, dann stelle ich wieder ab, he? Saletti zusammen.